Mein Name ist Marianne Bleiker. Sonderegger, geborene Guggenbühl. Ich bin Paartherapeutin, Schwerpunkt Frauen. Und wie Sie aus meinem Namen Bleiker Sonderegger schliessen können, ist das zweite Mal erfolgreich verheiratet. Ich bin 43, entschlussfreudig, kompromissbereit und absolut selbstständig. Meine Hobby sind Ausdruckstanz, Kommunikation mit Bäumen, Feng Shui Nordic Walking und ich schreibe Text für ein Improvisationstheater. So eine, gell? Eine derige. Also eine solche. Ist da letzte in der Wirtschaft drin. An meinem Tisch drin. Gehockt. Gell? Also am Stammtisch drin. Dass ihr wisst, was ich meine. Stinkfrech am Stammtisch drin gehockt. Das sah übers Eck aus. Gell? So ums Eck um. So schräg drin. Nicht? Wie das Eck. Wie man bei uns sagt, und hat irgendetwas ein Interview gegeben für was der Teufel, Volksfreund oder Feuilleton, irgendwas. Ich meine nicht, dass mich das interessiert hat, aber hast du ja fast müssen, ein bisschen zulässeln. Wenn sich zwei Menschen begegnen und merken, hoppla, da ist etwas, wir haben eine Gemeinsamkeit. Also beide sind zum Beispiel schon mal an einem Bachblüten-Weekend gsi. Oder vielleicht kennen sie sich aus einem früheren Leben. Dann gibt es doch den berühmten Moment, wo Frau weiss, ja, und zwar unbedingt. Ja, unbedingt, unbedingt. Also, bei mir dieser Geschichte hätte ich denn schon noch eine Bedingung. Weil gerade, dass ich weiß, von was für einer Frau das ich da schwätze. Weil was für ein Charakter, dass das in meinen Tag siehst du vom Schiff aus. Was da für eine siehst du? Ungeschminkt, unparfümiert, unrasiert. Aber geht noch weiter. Ja, geht noch weiter. Dann hat sie neben so am Fahnen angehört. So eine Wollenböllerin. Ja, drüber raus so eine Stola. Wahrscheinlich aber trotzdem konfektionslos. Ja, wenn es hochkommt, vielleicht noch reformiert. Ja, wollen wir aber neben so eine Hobby-Buddhistin. Ja? Farbgebig. Farbgebung, eher erdig. Also braun, beige, oliv, ocker, ein Sprotz Bordeaux drin innen. Und drum dazu, sehr geile Strumpfhosen. Mehr Frauen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir bei der Partnerschaft, bei der Partnerwahl die Hauptrolle spielen. Wichtig sind aber nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern eben gerade auch Gegensätze. Mehr Frauen entscheiden uns unbewusst nach archaischen Kriterien für das Nicht-Weibliche, wie zum Beispiel einen schönen Körperbau, Kraft und Ausdauer.
Das war ja schon zur Urzeit so gewesen. Das Weibli hat sich schon dort nicht. Und entschuldigen Sie die salopp Ausdrucksweise. Das Weibli hat sich schon dort nicht mit jedem dahergelaufenen Primat vereinigt. Ich als Frau bin das tragende Element bei der Partnerwahl. Satan Molini, gell? Das tragende Element bei der Partnerwahl. Vor allem tragend. Ist sie eben gleich mit einem so Aff ab auf Böhm? Wo sie den hocken lässt, und nachher hat sie sich einen Scholi angelacht, wo es zahlt. Hell, nimmt mich wunder, wie das ein Partner, also das ein Primat, aussieht. Wahrscheinlich ist irgendetwas so ein Primarschullehrer gesehen. Also ein armer Teufel, der daheim im Haushalt hilft und schon gar noch kochen kann. Und sich im vollen Ernst noch einbildet, das sei normal. Zum Beispiel hier der Mann an unserem Tisch. Schaut es nur an. Der merkt nicht einmal, dass wir über ihn reden. Der ist so vertieft in sein Bierglas. Der geht doch jetzt durch jedes Schema für eine kritische Partnerwahl. Was kann so ein Mann einer modernen Frau bieten? Und überhaupt, was soll man von einem Mann denken, der einsam und frustriert in den Beiz hockt? Ja, jetzt ist denn also noch genug heute an der Flotter, du. Jetzt geben wir dann auch mal ein Interview. Und zwar links und rechts ein Interview. Das ist doch wahr, stinkfrech an Stammtischere hocken, einen sauren Steh machen, ein Grind haben wie ein dreifach überwinterter Bosskopf. Und wir sagen, ich sei frustriert. Das ist genau da. Ich weiss nicht, über was der sich jetzt aufregt. Wahrscheinlich hat er zuhause mit seiner Partnerin eine Auseinandersetzung gehabt. Und anstatt, dass man das Problem, die Auseinandersetzung jetzt gemeinsam lösen würde, hockt er einfach in die Beiz und betrinkt sich sinnlos. Ja, nehmt mich wunder, wer da besoffen ist. Weißt du wirklich keine Ahnung? Gell? Ich tue mich mit meiner Frau daheim überhaupt gar keine auseinandersetzen. Und genau darum haben wir wahrscheinlich so eine harmonische Ehe, hä? Dann weiss ich wohl eine verdammte Kalberei, wenn ich mein Bier auch noch daheim wo es auf oder nicht. Und das eine zieht das andere nach sich. Nicht nur, dass man es zuhause mit einem teilnahmslosen Rüppel zu tun hat. Nein, nein. Gerade solche Männer haben grosse Mühe, im Wir zu denken. Sich also aufs weibliche Prinzip einzulassen. Wieso nicht einmal mit ins Nordic Walking? Oder wieso nicht einmal auf bewusste Ernährung umstellen? Ja, ich nehme den noch einen grünen Tee, danke. Und für mich noch ein Kräuterfräulein ab dem Doppeln daheim. Weil, wie schon gesagt, Gesundheit spielt eine eminent wichtige Rolle bei der Partnerwahl. Und da können wir uns voll und ganz auf unsere weibliche Intuition verlassen. Machen wir ein Beispiel. Eine körperbewusste Frau wird von einem Mann an einem Bratwurststand plump angemacht. Sie kennen das wahrscheinlich, oder? Tabea? Sie haben vielleicht gerade eine Fastenwoche hinter sich. Sie fühlen sich so richtig entschlackt und feminin. Das sagt Ihnen doch so ein Cholesteringrind. In einem typisch machoiden Ton sagt er Ihnen, Grüezi. Da muss ich Ihnen ganz klar sagen, Tabea, Finger
weg. Ja, Finger weg, Finger weg. Entschuldigung, was soll denn das? Ich habe meine Frau am Bratwurststand in den Kindern gelehnt. Und ich habe ihr eine Grüezi gesagt und sie hat ihre Finger nicht von mir gelassen. Wegen dem bin ich jetzt noch lange kein Macho. Heutzutage bist du ja schon Macho, wenn du den Stimmbruch überkommst. Ja, gesehen, wenn ich dem Gewäsch weiter zulasse, Entschuldigung, da geht um Gesundheit. Gell, da wärst du krank, da kommst du noch Gürtel raus, eben, nicht? Der Kälbli bläst am und am, hell? Ich hab zahlt und bin schnurstracks fluchtartig bin ich hin. Also, könntest du ja wirklich, könntest du auf den Sau davon, gell? Also, ist ja nebens voll verirrt. Als ich dann auf dem Heimweg gesehen bin, gell? Langsam wieder ein bisschen abgekühlt. Bin ich dann gleich, und ich gebe es nicht gern zu. Ich bin dann gleich ein bisschen ins neue Studieren reingekommen. Ins Sinieren. Und habe jetzt mal gedacht, ja, Paartherapie, gell? Man weiß es nicht. Gell? Man weiß es nicht. Gell? Vielleicht müssen wir das einmal in der Praxis innen ausprobieren, quasi am lebendigen Objekt innen. Was da die Frau Guggenbleiker Sonderbühl, ne? Was die gemeint hat, ja, die gesehen hat, kannst du das Experiment einmal machen? Nützt es nichts, schätzt es nichts. Ich bin dann hin, die Frau ist gerade in der Küche hineingestanden. Da hat sie gesagt, du Schatz, lass mal, weg heute Mittag. Ja? Ich hätte heute mal Lust auf ein etwas Extravaganz zum Mittag. Ja, vielleicht neben ein Bio-Suchrüdli. Ja, dazu noch eine Tofu-Blutwurst oder so. Ja, da Quornschnipsli haben wir noch. Ja, war da nicht da, hat die mich perplex angeschaut. Gell, was für ein Teufel, dass die mich geritten haben. Jetzt haben sie gerade einen Pfannenröstjob. Bratwurst, Böller, Schweizer, braune Soße. Ja, wenn sie mir nicht passen, können wieder in die Wirtschaft. Ich sehe nicht, hoppla, George, da musst du noch mit Schäfer im Geschütz auffahren. Ich sehe nicht, ich will das Experiment jetzt aber fertig machen, bis zum bitteren Ende. Ich lasse nicht lock. Ich habe ja noch Argumente, habe ich gedacht. Habe ich zu einer gesagt, du Schätzli, Schnucki-Putzili. Wegen heute Abend. Wir haben ja nichts vor heute Abend. Also, wir haben ja an sich nie etwas vor. Wollen wir nicht einmal neben sie miteinander unternehmen? Weißt du, vielleicht miteinander in das Ding da, wie heisst der Mensch da, das Nordic Walking oder so? Hell? Wir haben da noch ein paar alte Skistöcke am Schloss oben. Hell, also, wir könnten den Kurs besuchen, eben so einen Kreistanzblatterigen Kurs, gell? Also, ein sterbender Schwan, improvisationsmässig. Da hätte ich mich ausgelacht wie am Spieß. Ist der lieber ein Mensch gerade Brille in die Röste, Pfannierigkeit? Und wo er denen vorgeschlagen hat, wir könnten ja allenfalls zum Buddhismus konvertieren. Hätte er den Kragen definitiv verjagt. Was denn das für eine Frechheit, seit mitten unter der Woche an einer Hanskommune wichtig, an dieser Weg stock besoffen hinzukommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, bin ich richtig beruhigt und glücklich gesehen. Meine Frau, ganz eine normale Frau.